Also an sich ist es natürlich immer möglich, dass man nicht unbedingt das weiter studieren muss, mit dem man angefangen hat. Also es gibt Leute, die einfach nur, weil sie nicht das sich trauen, sozusagen den Studiengang zu wechseln, dann weiter studieren. Das finde ich ziemlich Quatsch, gerade wenn man so im ersten Semester merkt schon, es ist nichts. Dann irgendwie nur des Prinzips wegen bis zum sechsten Semester zu studieren, finde ich gar nicht ratsam. Das kommt darauf an, was man dann studieren möchte. Also ja, man muss sich einfach informieren und kann die Beratungsangebote von der Uni nutzen, was man für einen Fachwechsel alles beachten muss, was ich für das Fach, in das ich wechseln möchte, mitbringen muss. Und daran kann man eben schon vorher abschätzen, ob sich das einrichten lässt oder nicht. Ja, habe ich gemacht. In der Rückschau war das eine super Entscheidung. Als ich selbst drin steckte, da habe ich mich natürlich schon auch gefragt, ja, ist das denn jetzt irgendwie vielleicht ein Problem später? War es nicht. Und unbedingt, wenn man das Gefühl hat, ein Wechsel entspricht viel mehr den Interessen und Zielen und irgendwie aktuellen Stimmung, dann ist es bestimmt sinnvoll, sich darüber einen Kopf zu machen und bestimmt auch mit verschiedenen Leuten darüber zu sprechen. Es gibt ja auch an den meisten Instituten Studienberatung, studentisch und auch eben auf anderer Ebene. Und dann spricht nichts dagegen, so eine Entscheidung zu treffen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, also nochmal zu überlegen, wenn ich merke, ich habe die falsche Wahl getroffen, dann werde ich vielleicht den einen Studiengang abbrechen und in einen anderen gehen. Dem kann man vorbeugen natürlich, indem man sich vorher erkundigt, mal in die Fächer geht und mal guckt, ist das eigentlich was für mich. Vielleicht ist man mit einigen Punkten in dem Studiengang nicht ganz zufrieden und entdeckt dann woanders einen ähnlichen Studiengang, der eine andere Ausrichtung hat. Das können natürlich alles Faktoren für einen Hochschulwechsel sein. Da muss man natürlich dann ein bisschen gucken. Kann dann bedingen, dass man dann eventuell schon während des Studiums sich umentscheidet oder vielleicht im Idealfall das Studium absolviert und dann vielleicht im Anschluss einen entsprechenden Master als Spezialisierung obendrauf setzt oder vielleicht einen kompletten Bachelor-Master-Durchgang hatte und dann vielleicht sein PhD, sagt man heute so locker, also seinen Doktor in einem ganz anderen Bereich macht mit einer Ausrichtung, die man vorher hatte, die ein wenig anders war. Das ist gar nicht unüblich. Es gibt natürlich ein paar Hindernisse, dass wenn man dann BAföG bezieht und so weiter, muss einem klar sein, dass das eventuell Probleme mit sich bringt. Man muss das auch melden sofort, ja, dass man dann Studiengangwechsel vollzogen hat. Unitechnisch gesehen ist das natürlich überhaupt kein Problem. Also den Studiengang zu wechseln, den Standort zu wechseln, das ist eigentlich alles überhaupt kein Thema.